11 Uhr heute Vormittag auf dem Hassia-Gelände in Bad Vilbel. Von hier aus soll gleich der Hilfstransport Richtung Italien starten. Frank Franke, Präsident der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen, wird den Transport begleiten. Nach mehreren schweren Erdbeben und weiteren Erdstößen ist die Situation ziemlich kompliziert in Italien. Es gibt eine ganze Menge Flüchtlinge. Das Flüchtlingslager, in das wir gehen, beherbergt etwa 15.000 Leute. 8.000 davon sicher auf eine längere Zeit, weil die Häuser zerstört sind oder weil die Häuser gefährdet sind oder weil die Leute schlichtweg Angst haben, dahin zurückzugehen. Und wenn sie ein so großes Lager haben, entstehen auch ganz schnell Engpässe in der Versorgung, auch in einem hochzivilisierten Land. Um diese zu mildern, hat die Hilfsorganisation alle Hebel in Bewegung gesetzt, um so schnell wie möglich auf die Hilfsanfrage des italienischen Roten Kreuzes zu reagieren. Zusammen mit ihren Partnern, dem Medizinischen Katastrophenhilfswerk Deutschland und der Organisation AdFire für internationalen Katastrophenschutz ist es gelungen, zwei Lastwagen voll mit Hilfsgütern bereitzustellen. Doch ohne Unterstützung wäre die Aktion nicht möglich gewesen. Es ist alles gespendet worden, 24.000 Liter Wasser von Hassia. Wir haben Kindernahrungsmittel, da hat uns HIP geholfen, da hat uns aber auch Milupa geholfen. Wir haben Dinge auch selber gekauft, günstig gekauft, Decken gekauft und das Ganze innerhalb von, wenn Sie so wollen, 48 Stunden. Das Stichwort übrigens bei Luftfahrt ohne Grenzen, unser symbolisches Wort, heißt auch: Freunde in der Not sind Freunde in der Tat. Und ich glaube, das sagt es ganz deutlich, was wir da tun. Insgesamt 45 Tonnen an Hilfsgütern im Wert von rund 150.000 Euro sind zusammengekommen. Die Lkw machen sich nun auf ihre 14-stündige Fahrt. In 2 Tagen, am Donnerstagmorgen, wollen sie wieder zurück in Frankfurt sein.